Okay, wir gehen hier mal zu dem Schiff. Genau, da können wir da rauf. Ja, gab es ja noch einen Ort, wo wir hin konnten. Feuchteinflößendes Schiff. Da hoch kannst du dann noch laufen, glaube ich. Da ist meine Belohnung. Die Brücke kannst du genau. Red Rump. Der rote Rumpf. Hartu Steuerbord! Ja, furchteinflößend, sehr furchteinflößend, wirklich. Ich rede nur mit denen. Ich glaube, da kann er lange drehen, ne? Good evening, Captain Red Rump. Who is there? Kapitän Jane Starling. Bitte an Bord kommen zu dürfen. Forbidden! Keine Frauen! Das bringt Unglück! Jetzt mal ernsthaft. Kann es noch schlimmer kommen? Yes! Zugegeben, du hast mich erwischt. Komm an Bord. Hier ist wieder dieser Dialog. Sorry, ganz kurz, aber was war das für ein Dialog? Keine Frauen an Bord. Ja, jetzt bin ich hier. Okay, du kannst herkommen. Ich verstehe manchmal gar nicht, wie die Dialoge überhaupt logisch aufeinander aufbauen. Weißt du das eigentlich? Ja, das Problem ist, Humor ist ja subjektiv und... Ja. Man versucht es so ein bisschen lustig zu sein, aber irgendwie so also richtig gelingen will es nicht. Es ist nicht so dieser Lauthals Loslachen-Moment, den man eigentlich sich wünscht. Es ist so aber bei Monkey so ein bisschen Island Fremdschämen. Ja, es ist halt so, das ist halt so wie dieser, ich sag mal, der unangenehme Onkel, der irgendwie versucht so, ne, so ein paar Witze für die coolen Kids irgendwie, ja, zu präsentieren und dann am Ende ist es wirklich so richtig uralter Daddy-Humor, ja, den keiner lustig findet außer er selbst und er ist nur der Einzige, der über seine Witze lacht, ja, und alle anderen gucken nur beschämt zum Boden und ihre Brüste wackeln übrigens im Schneckentempo, ja, siehst du das, also wirklich in Slow-Mo-Boobies Boob-Motion Okay, weiter mit dem Spiel. Ja. Captain, wo ist deine Crew? Er versucht dich auszutricksen. Ein Netz aus Lügen. Was ist hier passiert? Oh, Lost! Alles verloren! Was ist hier passiert? Oh, Lost! Alles verloren! Kannst du das Steuerrad loslassen? No! Ich muss diesem Sturm entkommen! Wer hat dir das angetan? Roger, der Betrüger! Man kann ihm nicht trauen, Miss Starling! Er lügt! Wie hat Roger das gemacht? Du arbeitest für ihn! Mein Schiff kriegst du nicht! Worin genau lag der Betrug? Seine Galeere gegen unsere Seelen. Aber er hat uns ausgetrickst. Wie? Das Schiff sitzt fest. My man! Meine Männer! Oh! Wie haben deine Männer unterzeichnet? Sie haben mir einen Blood Oath, einen Blutschwur geleistet. So konnte ich für sie bürgen. Du hast aber auch ganz gute Tricks drauf. Ist ja nett, dass er es nochmal für uns übersetzt, ja, falls wir es nicht verstanden haben. Aber... Meine Fresse, das ist... Er ist schon ein bisschen schmerzhaft gerade. Ich sag mal so, es ist trotzdem immer noch besser als Monkey Island 4. Ne? Klar ist hier ein gewisser Fremdscham-Moment da, aber komm schon. Das also Monkey schon, Island 4 ist es noch nicht. Ja. Einfach so viel... so viel verschachtelte Handlung und so Mini-Plots. Ja. Weniger, einfach weniger und so viele Charaktere und dann haben die auch noch eine Geschichte und erzählen ihr von ihren Charakteren, die sie kennen und das Spiel nimmt einfach direkt an, dass du weißt, wovon der redet. Ja, also die Sache ist halt, wie offensichtlich wurde hier viel gecuttet, das merkt man, aber ja, ich glaube auch ganz ehrlich, also ich weiß nicht, das Spiel wird bestimmt bald enden, davon gehe ich irgendwie aus, habe ich das Gefühl, wir werden mit sehr viel Fragen zurückgelassen werden und mit sehr viel offenen Storysträngen, weißt du? Davon gehe ich auch aus. Warum brauchtest du das Schiff? Ich wollte immer der siegreiche Pirat sein, nicht der, der besiegt wird. Wenn ich dich und deine Crew befreie,
kann ich dann dein Schiff haben? Es ist verflucht. Du solltest es nicht nehmen. Du wirst verrückt werden. Das ist okay. Der Typ, der es bekommt, ist sowieso schon bekloppt. Ich versuche, deine Männer zu retten. Oh mein Gott, sie müssen mich hassen. Ja, wahrscheinlich tun sie das. Aber es ist nie zu spät, etwas wieder gut zu machen. Warum fliegst du nicht einfach hier raus? Ich wurde ausgetrickst. Ich habe das Schiff, das ich wollte, bekommen. Aber ich finde den Weg hier heraus nicht. Wo liegen Rogers Schwächen? Er hat keine. Er ist ein Meister des Kleingedruckten. Und da schreibt bloß nichts bei ihm. Ich bin ziemlich hinterhältig. Mir wird schon was einfallen. Ich muss zur kühnen Kate gelangen. Who? Das Mädchen, das den einzigen Mann heiraten wird, den ich je geliebt habe. Es ist kompliziert. Jetzt, dass er passt, wer ist die kühne Kate? Haben wir dich schon mal getroffen, oder? Nee, bisher nicht. Wir haben nur von der gehört. Aber wir haben schon von der gesehen, ich habe die schon vergessen. Da war ja irgendwie so eine komische Dreiecksbeziehung zwischen Jane, Flint und der kühnen Kate. Und irgendwie haben wir wohl es versaut und Flint ist jetzt mit der kühnen Kate zusammen. Und ich genau habe schon alles vergessen. Ich weiß nicht, wo so viele Namen sind. Das ist ich habe diese aztiklanische Schriftrolle gefunden. Hilf mir, sie zu enträtseln. Chill Baba loves Roger. Auch wenn er sie abgeschossen hat. Sie wird dir helfen. Ah, damit sie ihre einzige Liebe noch einmal sehen kann. Bye bye. Hä? War das jetzt die Übersetzung von der Schriftrolle? War das jetzt der Inhalt, oder? Nicht mit den Anker! Was hält uns auf? Okay, ja, hier haben wir einen furchteinflößenden Eimer. Ruder besetzen! Natürlich. Zittern deine Knie schon, Floppy. Das ist ich habe Angst vor Eimern. Nein, ja. Nur Spaß. Angst vor Eimern. Er ist voll mit Spinnen. Nein, krieg dich wieder ein. Er ist leer. Sputet euch! Verdammt! Ich nehme mir, wenn ich ihn brauche. Den schleppe ich jetzt nicht herum. Der Dialog. Was das Spiel oft macht, ist Witze so oft wiederholen, dass sie nicht mehr lustig sind. Ja, ja, vor allem zum Beispiel. Was oh, lost! Alles Entschuldigung. Verloren! Nee, du warst ja zum Beispiel vorhin bei diesem Geisterpiraten da, bei diesem Pärchen, das da stand vor dem Tisch. Er hat ihn ja die ganze Zeit geschlagen. So, so Slapstick-Humor. Beim ersten Mal war das ganz witzig, aber das hat er bei jedem Satz gemacht. Das hat er vielleicht 15 Mal hintereinander gemacht. Ja. Und das war halt einfach so. Es ist nicht lustig. Also es ist auch gerade hier zum Beispiel, der Dialog war so, oder der Monolog, den sie geführt hat, war so aufgebaut nach dem Motto wie, ha, ich habe jetzt einen Witz gemacht. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr lacht und darauf baue ich jetzt den nächsten Kommentar auf. Aber das ist halt einfach nur komisch, wenn du das überhaupt nicht lustig fandest, weil sonst sie redet dann so, als ob die gerade den besten Witz des Jahres gerissen hätte, ja. Das ist irgendwie ganz, ich weiß nicht, also. Ich muss sagen, ich fand das Spiel von Anfang an jetzt nicht zum Brüllen komisch, aber also irgendwie so der Anfang war schon ziemlich gut, so von den Rätseln, ich war unterhalten so. Ja. Aber jetzt gerade, ey, es ist ja so, also das Kapitel hier ist ja mal so ein richtiger Absturz, oder? Ja, und dabei weiß doch jeder, wie der beste Witz aller Zeiten geht. Ja, wie denn? Doc, sag mal, magst du Fischstäbchen? Das, ich werde... Komm, wir spielen das mal durch. Ja, ich mag Fischstäbchen. Schiebst du dir ein Fischstäbchen in den Mund? Natürlich. Boah, was bist du denn, ein schwuler Fisch? Aber so, im Englischen ist es noch besser, ne? Ja, hast du mal die englische Version gehört? Du like Fischsticks. Ja. Also mal zur Erklärung, ne? Es ist aus Hauptbackenwitz, ja. Und im Englischen funktioniert das natürlich besser, ne? Mit Fischstäbchen. Fischsticks, Fischdicks, ja, also ist schon ziemlich witzig. Der Einzige, der es nicht versteht, ist Kanye West, ja. Also. Ja, ich mag das. Ich mag aber das Lied aus der Folge so. Ja. And I know that I'm a gay fish. Genau, wenn er am Ende endlich erkennt, ja, ich muss mit den Fischen leben, ne? Ich also. Bin ein Und vor allem die Folgen danach, wo sie ihn dann nur noch als Aquaman vorstellen. Ja. Das ist schon lustig. Okay. Ja, aber wo wurde, aber er hat auch seine damalige Ex-Frau verteidigt. Sie ist kein Hobbit, ne? Ganz wichtig. Genau. Und ich mag, dass er dann sagt, natürlich, sie ist mit einem alten, bärtigen Mann und einer Gruppe Zwerge nach Mordor gereist. Aber, Moment, Babe, warum bist du noch mal kein Hobbit?
Das ist so geil. Ich sag mal, Taufer, das ist wirklich grandios. Okay, das furchteinflößende Fass. Ja. Ich hoffe, das ist nicht voll mit dämonischen Lemuren. Reingucken. Das fasse ich nur an, wenn es unbedingt sein muss. Ins Inventar. That's what she said. Okay, aber es ist irgendwie traurig, wenn wir irgendwelche externen Witze reißen müssen, damit wir gerade ein bisschen amüsiert sind, oder? Oh, das ist ein Auge. Weil das Spiel uns gerade nicht genug gibt hier. Ja, es ist grafisch. Ich finde die Zeichnung nach wie vor super. Ja, auf jeden Fall. Außer glitschigen Eingeweiden. Eingeweide sind da drin? Alle Segel sind verschlossen. Okay. Ahoi, jemand Lebendiges zu Hause? Sputet euch! Verteilen! Hast du jetzt irgendwas im Inventar, was du vielleicht in den Eimer oder in den Bottich da werfen Einer kannst? Von zwei furchtbaren Drachenköpfen mit süßen rosa Schnauzen. Ich reiß euch die Zungen raus und wickel sie euch um den Kopf. Mit rosa Drachenköpfen muss man hart umgehen. Hm. So viele Gegenstände, ey. Was willst du damit alles anfangen hier? Flasche rum, Eimer, das goldene Schale, fest. Piratenstuhl, Kerzen, Korken. Das Erste, was mir einfallen würde, ist, dass man irgendwie vielleicht eine Flüssigkeit in den Eimer schüttet. Dein Wein oder ich weiß nicht, was das bringen soll, aber... Nein, aber ein guter Ansatz. Dann mach's im Inventar mal. Das funktioniert nicht. Sorry. Nein, aber ein guter Ansatz, ja. Den Anker. Kein Glück. Hm. Also wir sollen seine Crew. Oh, weißt du was mich das erinnert so ein bisschen? Ich habe gerade ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Das sieht für mich wie so ein Rätsel aus. Kennst du diese Rätsel, wo du verschieden große Bottiche oder Eimer hast und dann die Flüssigkeit irgendwie mathematisch aufteilen musst, damit die in jedem Bottich gleich groß ist? Ich habe irgendwie das Gefühl. Oder sieht das nicht so aus, dass da noch du so ein mittlerer Eimer fehlt? Langsam drei Rätsel. Ja, also genau. Weißt du, das ist. Ja. Da fehlt doch noch was, oder? Du hast recht. Ja. Riesiges Fass, Eimer und... Ja, die Schale, scheiße. Aber was sollen wir da reinfüllen? Meine Männer! Oh, der Typ mir immer auf den Sack, ey, kannst du... Wir gehen mal kurz wieder weg. Ja, ich kann ihn gerade nicht labern. Damit er die Klappe hält. Der macht mich wahnsinnig. So, was war denn jetzt unser Ziel? Der hat doch irgendwas gesagt. Ja, Wasser, genau. Bluebelly hat von Regenwasser gesprochen. Das hier ist zu salzig. Nimm mal. Ja, wollte ich gerade sagen, nimm mal das, wo wir rausgefallen sind. Bluebelly hat von Regenwasser gesprochen. Das hier ist zu salzig. Ich nehme an, dann kannst du auch nicht einfach in das Wasser. Geht auch nicht, ne? Also hier das Grottenwasser. Ist das vielleicht nicht Salzwasser? Das funktioniert nicht. Sorry. Hm. Bueno. Ich nehme ihn mir, wenn ich ihn brauche. Den schleppe ich jetzt nicht herum. Aha. Okay, also du musstest den Wasserfall finden, der kein Salzwasser ist. Das ist der da. Ja. Okay. Ja. So, jetzt haben wir einen Eimer mit Wasser. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja... Was brauchen wir nochmal für das Ritual? Du stellst mir Fragen. Das war irgendwas mit dem Spiegel und... Ja. Kerzen, die wir haben. Wenn nicht, dann muss noch mal Paradox fragen. Ach, das ist eine Mannschaft ein auf dem Bild. Mit süßen Matrosen drauf. Ay, Dios mio, sie lächeln mich an. Auch das ist ja eigentlich voll schön gezeichnet, ne? Wenn du bedenkst, dass es wahrscheinlich keinen. Also uns gar nichts bringen wird, faktisch, ne? Oder die sind in dem Bild gefangen. Ja, kann auch sein, man weiß es nicht. Ja. Welche von denen ist jetzt der Captain? Ach nee, der Captain ist ja da auf dem... Die machen aber auch nichts. Ja, nee, das ist einfach... Vielleicht wollte Bill Tiller da einfach mit seiner Zeichenkunst etwas angeben, ich weiß es nicht, aber... Ja, mach den mal nass, im Sinne von, dass du den putzt vielleicht. Weil der so, ja, vergilbt. Der müsste mal sauber gemacht werden. Aber womit? Ja, siehst du? Jetzt kannst du dein Wasser nehmen. Das funktioniert nicht. Sorry. Nein, natürlich mit Wasser Sachen sauber machen. Nein, aber ein guter Ansatz.
kipp mal das Rumwasser, das Rum ins Wasser. Nicht schon wieder. Ei, ich werd hier noch bekloppt. Ja, ich auch, glaub mir mal. Du kennst die Antwort. Ich weiß es, das kenne ich, das ist... warte. Vielleicht müssen wir noch irgendwie einseifen, da irgendwie, weißt du, einen Schwamm brauchen wir noch und Seife oder so. Aber haben wir sowas? Nee, wahrscheinlich nicht. Jetzt echt ein Rätsel, bei dem die Frau putzen muss. Ja. Sorry, sinnlos. Der Spiegel ist angelaufen. Der müsste mal sauber gemacht werden. Aber womit? Ja, mit Wasser. Also ich verstehe nicht, warum wir das Wasser nicht einfach nehmen können. Also. Das funktioniert nicht. Sorry. Ich geh nochmal zum Schiff. Vielleicht müssen wir da erst irgendwie, keine Ahnung, das Wasser irgendwie... Vielleicht ist da irgendwo Seife. Umtopfen, ja. Ja, muss ja. Also... Spielt ja alles in der Richtung... Ach, halt die Klappe. Nicht du, er. Ja. Nee, alles gut. Ich hab mich nicht angesprochen gefühlt. Alles gut. Das Fass braucht einen Stöpsel oder es wird auslaufen. Ja, gut, Stöpsel haben wir ja. Aber... Wo ist denn da ein Loch? Richtet den Anker! Was hält uns auf? Ah ja, okay, da war scheinbar ein Loch drin. Okay, und nehmen jetzt einfach mal das so Wasser rein. Setzen. Das bringt uns jetzt was? Hab's. Ja, ein Fass mit Wasser. Alle Segel setzen, ihr räudigen Seehunde! Okay, sie macht das ein paar Mal. Das schön und nun. Ja, die sagt das so, als ob wir wissen müssen, was wir damit anfangen wollen, weißt du? Das ist das Fass mit Regenwasser. Losmachen! Und jetzt? Das fasse ich nur an, wenn es unbedingt sein muss. Ja, wir müssen wahrscheinlich was reinschütten oder so. Das ist das Fass mit Regenwasser. Kipp mal das, kipp mal den Rotwein da rein. Oder rum, Entschuldigung, ich wollte den Rotwein mal rum. Nein, aber ein guter Ansatz. Das ist übrigens auch total verwirrend, das sagt ihr jetzt jedes Mal, ne? Ich hole es. Das ist gar nicht ernst gemeint. Hä? Also die Schale jetzt mit... Alle auf ihre Posten! Hä? Fuck, was? Lichtet den Anker! Nein, aber ein guter Ansatz. Das sagt ihr übrigens jedes Mal, auch wenn es ein schlechter Ansatz ist, ja? Ruder was? Besetzen! Ich halte mich lieber an das Rezept. Blue hat was von Asche und Regenwasser gesagt. Ja, dass die Schriftrolle verbrennen. Du kannst die Schriftrolle in die Schale packen. Sputet euch! Verteile! Das muss ich nochmal überdenken. Kannst du, warte mal, du hast gerade das Fass angewählt. Kannst du das... Nein, aber... Die Schale kann ich nicht Ansatz. Anwählen. Geht nicht. Andi, du hast recht. Oh, aber wie gesagt, okay. Aber es ändert ja nichts daran, dass wir immer noch den Spiegel irgendwie ranholen müssen, also... Oder sehe ich das falsch jetzt? Oder müssen wir den irgendwie zertrümmern? Ja. Ja. Zertrümmern. Ah. Meinst du, dass wir den da einfach nur eine Glasscherbe oder eine Spiegelscherbe, dass das reicht, ja? Keine Ahnung. Dann haben wir was zum Zertrümmern im Inventar? Irgendeinen stumpfen Gegenstand oder... Kannst du mal ins Inventar gucken, bitte? Das kann ich nicht mit dem Stuhl zusammen verwenden. Weißt du, was du mal machen kannst? Geh mal aufs Schiff und werf den Stuhl an den Kopf von den Dings. Hat die vorhin gesagt, ich möchte jemanden den Stuhl über den Kopf ziehen. Also. Stimmt. Ich meine, die sagen dauernd irgendwas, was nichts mit der Rätsel zu tun hat, aber wir versuchen, können wir es ja mal. Weißt ja, du? Kann ja sein, dass das es Schiff vielleicht sitzt mal. Fest. My man. Meine Männer! Oh. Ach, da hält eigentlich mal die Fresse, weißt du? Sorry, aber... Das kann ich nicht mit dem Stuhl zusammen verwenden. Schade. Nee. Das kann ich nicht mit dem Stuhl zusammen verwenden. Alle auf also ich weiß sogar nicht, was das da unten darstellen soll. Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, weißt du das? Oder? Ja. Ich war jetzt eigentlich fest davon überzeugt, dass wir das Ritual wirklich in der Schatzkammer da hinten machen, ne? Und nicht auf dem Schiff. Oder? Also wir brauchen Asche. Asche. Das heißt, wir müssen ja irgendwas verbrennen. So.
Die Frage ist, was und wo. Die anderen Katzen können wir auch nicht aufnehmen. Ich lasse Zeit hier. Boing, 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 boing. Die brauche ich später noch. Bleibt, wo ihr seid. Ja, aber was willst du denn verbrennen, Jane? Kannst du da jetzt vielleicht... Nimm mal aus dem Inventar die Schriftrolle und jetzt mal mit den Katzen außerhalb anwenden, nicht mit dem Inventar. Nicht zusammen. So machen wir wirklich außerhalb. Manchmal ist das ja mal... Das muss ich nochmal überdenken. Ja. Manchmal nicht, naja gut, das schauen wir nicht. Das muss ich nochmal überdenken. Das muss ich nochmal überdenken. Es gibt sonst nichts, was du hier aufnehmen kannst von den Gegenständen, ne? Das Bett anzünden vielleicht. Ist Quatsch, Alter. Um die Kerze auf den Spiegel anwenden, vielleicht mit dem Wachs irgendwie. Aber es ergibt keinen Sinn. Du kannst ja mit dem Wachs durch den Spiegel irgendwie sauber rubbeln, oder? Irgendwie funktioniert das nicht. Ich kann Jill Baba nicht kontaktieren. Hast du die Kreide? Ja, wo sollen wir jetzt Kreide herkriegen? Nee, wir haben keine Kreide. Wird sich da reinlegen oder die Bettdecke wegziehen? Das wäre lustig, hat aber keinen Sinn. Das ist wahrscheinlich irgendwo so ein Mini-Pixel, den wir übersehen. Betten? Wir hatten das ja schon mal. Mit süßen Matrosen drauf. Ay, Dios mio, sie lächeln mich an. Ja, also du denkst, dass hier vielleicht irgendwas sein könnte, ne, auf dem Bild. Er muss da wirklich mal so langsam durchgehen oder so. Hast du denn den Stuhl anfangen sollen? Ich meine, wofür ist der Stuhl da? Das ist ja die große Frage. Boah. Tja. Sind wir gerade an einer wunderschönen Stelle hier. Auf dem Tisch hast du ja auch schon alles untersucht, ne? Da willst du ja auch nichts mitnehmen und den Löffel nicht oder sonstiges. Die stammt aus einer uralten Aztecan Fried Snake Filiale. Ah. Was? Was uns das jetzt gebracht, dass wir die umgestoßen haben? Guck mal dahinter, ist das irgendwie Kreidefelsen? Kreidedepot. Was? Das ist doch absurd. Ich sollte meine Initialen da reinritzen. Das wäre ganz schön furchterregend. Ich brauche etwas Robustes, womit ich etwas Kreide herausbrechen kann. Oh, Floppy, das ist doch wirklich... Wir stoßen irgendeinen Stuhl um und dann... Ja, dahinter ist ganz zufällig Kreide. Ist Kreide einfach so ein Gestein, das man irgendwo findet? Das ist eine gute Frage. Ich meine... Na, eigentlich nicht, oder? Besteht aus Kreide. Wir sind reich. Ja, aber was ist denn eigentlich vom Zwerg Kreide? Ich leck das mal eben ab. Warte. Kalk. Kreide? Kalk, also Kalkgestein. Ach, eigentlich, dachte, oder nicht? Also, ich guck mal nach, das interessiert mich jetzt mal. Das ist jetzt vielleicht mal eine gute Information. So Bildungsauftrag diesmal für den guten Doc. Also Kreide, von lateinisch Terra, Kreta, gesiebte Erde, von Zernerne, Sichten... werden sehr feinkörnige, meist weiße oder hellgraue Kalksteine bezeichnet, die hauptsächlich in der oberen Kreidezeit entstanden sind. Also ist es Kreidegestein. So. Das heißt im Prinzip her, Nutzung, ja, kommen wir mal gucken. Füllmaterial, Untergrund, Schleifmaterial, Balkerde, Baumaterial, sonstiges. Was ist Kreide für Material? Mit dem Stuhl? Das kann ich nicht mit dem Stuhl zusammen verwenden. Im Grunde besteht Kreide aus Calciumsulfat, im allgemeinen Sprachgebrauch als Gips bekannt. Das Calciumsulfat wird in Steinbrüchen abgebaut, fein gemahlen und mit Wasser vermischt. Anschließend wird die Masse in Form gegossen. Aha, okay. Jetzt brauchen wir es, damit wir es da rausbrechen können. Kreidegestein. Das ist ja interessant. Und Tafelkreide. Hm.
Okay, Geschichte. Was, das ich nehmen kann. Okay, interessant. Nani ist. Was hält uns auf? Also Tafelkreide besteht ursprünglich eben aus Calciumcarbonat. Da echte Kreide eben relativ teuer ist, wird Tafelkreide heute meistens aus Gips, Calciumsulfat und Magnesiumoxid hergestellt. Auch Mischform kommt vor. Ah. Interessant. Ich rede okay, also ergo, du wirst jetzt nicht einfach irgendwo einen Berg sehen, wo da ein Stück Kreide raussteckt, so eine Tafelkreide raussteckt. Ja. Das ist. Captain Rump, ich brauche deinen Dolch. Das Was? Ist ein besonderes Geschenk von meinem Vater. Geh zur Hölle! Oh ja, ich werde gut drauf aufpassen, das schwöre ich. Schwörst du das beim Grab deiner Eltern? Klar, warum nicht? Der lässt sich ja leicht überzeugen. Hallöchen, Katze, ne? Du bist ja heute... Thanks. Oh, thanks. Bye, bye. Du bist heute richtig unterwegs, ja, ne? Also jede zweite Sekunde kommst du dann nur vorbeigelaufen. Willst gestreichelt werden, springst du wieder weg und kommst dann wieder her. Ja, Aufmerksamkeit, ne? Ja, dann weißt du, was du jetzt machen musst, Floppy, ne? Nur so ein bisschen Tafelkreide wegkratzen. Tja, am Ende müssen wir den Spiegel gar nicht waschen. Kann auch sein, dass er so dreckig bleiben darf, aber... Keine Ahnung. Aber wenn es so wäre, wüsste ich jetzt nicht, oder frage ich mich, warum das extra... Es sei das, was ich meine. Ich meine, wenn du in Dialogen irgendwas einbindest, gehst du ja davon aus, dass es auch so... stimmt, oder dass es da irgendwie ein Hinweis ist eigentlich, ne? Willst du nicht sagen, der Spiegel ist dreckig und das ist schlecht, wenn das im Endeffekt egal ist, ja? Vielleicht kann ich es herausbrechen. Ah, das sind zwei Sachen. Oh nein, okay. Ich habe den Dolch zerbrochen. Und ich habe auch noch beim Grab meiner Eltern geschworen, dass ich ihn beschützen würde. Allerdings wurden sie nie wirklich beerdigt. Niemand konnte die Asche identifizieren. Also wenn wir jetzt das Grab der Eltern finden oder was, das wäre es auch noch. Soll das jetzt lustig sein? Ja, lachst du nicht? Also ich hör dich doch lachen, oder bilde ich mir das gerade ein? Da ist doch was runtergefallen, irgend so ein Nupsi. Wachsartig aussehender schwarzer Stein. Ein wertloser schwarzer Stein. Ja, aber wenn er wachsartig ist, vielleicht... Wachs. Ja, klar, ich schleppe ja nicht schon genug Mist mit mir rum. Ja, hat er einfach so ein Netz in den Spiegel zu schrubben. Vielleicht geht's ja. Fühlt sich komisch an. Versuch mal. Das ist ein Feuerstein. Wirklich? Das muss ein gutes Zeichen sein. Oh. Flint ist auch feurig. Oh, oh Flint Gott. Ist auch feurig. Oh Gott, Alter, das war jetzt... Mal überdenken. Flint ist auch feurig, Derp. Das ist schon... Irgendwie funktioniert das nicht. Ich kann Jill Baba nicht kontaktieren. Jetzt, okay, jetzt hast du plötzlich einen Spiegel. Ein alter Spiegel aus angelaufenem Silber. Mit Händen und einem aztekanischen Schädel. Hey, brauchen wir jetzt ja nur noch Asche. Das heißt, kannst du mit einem Feuerstein versuchen, die Katze anzuzünden. Geht das? Also. Ach, ich hatte auch gehofft, dass das funktionieren würde. Sorry, sinnlos. Kannst du den Warum Stuhl sinnlos? Anzünden, dass du den verbrennst? Dafür brauche ich einen guten Grund. Das wäre lustig, hat aber keinen Sinn. Ach was, Möwenschiss. Versteh es nicht. Warum ist das jetzt sinnlos? Das musst du mir jetzt auch mal erklären. Also. Nein, aber es war eine interessante Idee. Kannst du vielleicht die Schriftrolle verbrennen? Gute Idee. Was? Mach's gut rum. Wir hätten schöne Mojitos machen können. Was machst du jetzt? Hat den wahrscheinlich irgendwie... Ach, in Alkohol tränken, jetzt kannst du anzünden. Dann verbrennst du ihn, dann hast du die Asche. Ist es das? Also... Redst du jetzt gerade einfach nur, oder ist es jetzt irgendwie... Ich habe einfach gerade einen Lauf, wenn es darum geht, irgendwelche Sachen anzuklicken. Merk schon. Es fühlt sich aber gerade nicht befriedigend an. Ja,
ist es auch nicht. Das kannst du auch die Asche aufnehmen, immerhin. Könnte also nützlich sein. Ja, ist auch nützlich, weil du brauchst das. So, jetzt hast du ja alles, oder? Vielleicht später. Wenn Flint nur hier wäre, er hätte das bestimmt hinbekommen. Mei, ich muss aufhören, an ihn zu denken.